István Örkény, Budapest. Auf dem Kávéplatz fuhrt ein Autobus gegen einen Baum. Schlagartig blieben in der ganzen Stadt die Straßenbahnen stehen. Alles blieb stehen. Sogar die kleine Eisenbahn im Schaufenster des Spielwarengeschäfts. Stille trat ein. Später rachelte etwas, aber der Wind hatte gelegentlich ein Stückchen Zeitungspapier mitgenommen. Er wehrte es gegen einen Baum. Und nun wurde die Stille noch größer. 8 Minuten nach der Detonation der Atombombe ging das Licht aus und mittelbar danach lief im Notfunk die letzte Schallplatte ab. 1 Stunde später tröpfelt es nur noch aus dem Wasserhahn und kein Wasser mehr. Das Laub wurde trocken wie Blech. Das Signal zeigte freie Fahrt durch den letzten Wiener Schlagzug, wo nicht mehr an der Bahnhof war. Der Wasserkessel der Lokomotive war bereits am Morgen ausgekühlt. Innerhalb eines Monats verunkreideten die Parks. In der Sandkasten der Kinderspielplätze wuchs Hafer, in der Regale der Gaststätten trockene Alternativs ein. Alle Lebensmittel, die gesamte Ladewaren und die Bücher in den Bibliotheken wurden von den Mäusen ausgefressen. Die Mäuse ist ein Tier, das sich schnell vermehrt. Sie jüngt 5-mal in einem Jahr. Der gar nicht lange Zeit überzogen die Mäuse die Straßen wie einem Sternmeere, wogen der Straßenbelag. Sie nahmen die Wohnungen in Besitz, in den Wohnungen die Betten, in den Theatern die Sessel. Sie kamen auch in der Oper, wo zuletzt La Traviata gespielt worden war. Der Klang der letzten Seite, der letzten Tage, die sie ruhgenacht hatten, war Budapest Abschiedswort. Doch bereits am folgenden Tag waren den Steinen eines Trümmerhauses genau gegenüber die Oper ein Zettel zu lesen. Übernehmen gegen Abgabe von Speck, Mäusevertilgung, Frau Dr. Warscheinig.